Ich habe glaube schon mit Haufen verschiedenen Zielen Theologie studiert. Die haben sich dann, je länger das Studium gedauert hat, je länger mehr verflüchtigt. Und ich habe gemerkt, dass es viel entscheidender, was man nach dem Studium macht, ist, was das Studium mit einem macht. So. Und ich habe auch Haufen Leute kennengelernt, die mit einer klaren Absicht etwas studiert haben. Sei jetzt das Theologie oder sei das Wirtschaft oder Psychologie, was auch immer. Und ich habe dann dort immer das Gefühl gehabt, dass das kritische Motiv fehlt dann dort, wenn man mit einer klaren Absicht etwas studiert, mit einer klaren Berufsaussicht, dann ist die akademische Ausbildung eigentlich wie eine Lehre auf etwas hin, was aber Studium nicht ist. Studium ist in erster Linie Nachdenken und Freude am Nachdenken. Also ich habe 2 Jahre in Rom gelebt und habe mir in dieser Zeit durchaus auch überlegt, Stunden noch den Masterstudiengang zu machen. Ich habe dann aber in diesen 2 Jahren gemerkt, so wie das jemand ist, in der Fremde merkt man, was einem an der Heimat liegt. Und dann muss ich sagen, dass Chur als Ausbildungsstätte für Theologie, als Lernort, sehr viel Vorteil hat und sehr viel Vorzüge. Es ist eine sehr persönliche Betreuung, man ist sehr nah an den Professoren. Man hat eine wunderbare Bibliothek, wo wir jetzt gerade hier sitzen. Man kann sich hier auf den Tisch einrichten, man kann sich breit machen hier an diesem Ort. Und es ist relativ ruhig, es ist still, es ist familiär. Und das sind alles so Vorzüge, wo ich gemerkt habe, dass das für so ein Grundstudium Theologie grosse Vorteile sind.